Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Seleukiden und der Challenge, nur Tiere rekrutieren zu dürfen. Also das heißt Pferde, Elefanten, Streifwegen, was auch Pferde sind, und Kriegshunde und Tauben natürlich und Tintenfische. Gut, also natürlich darf man Flotten natürlich auch bauen. Das geht natürlich auch. Aber sonst in der Armee nur ja, Tiere. So, wir haben jetzt Verteidiger des Olymps. Das machen wir jetzt nicht, weil das nämlich nicht unser Dude ist. Wobei. Die haben auch eine Tradition. Gut, also. Wir haben jetzt einige Schlachten geschlagen und werden von allen Seiten eigentlich bedrängt, was nicht ganz so gut ist. Jetzt kommt die Schlacht, die wir letztes Mal unterbrochen haben, weil der hat sich eingeigelt. Und mit nur Kavallerie kommt man da schwer ran. Also mit Elefanten kann man natürlich durch die Lücken, durch die Eingänge rein, Entschuldigung, kann nicht mehr sprechen. Aber die Türme machen halt richtig viel Schaden. Das werden wir jetzt auf jeden Fall probieren, weil ich glaube, wir können das schaffen. Also die Elefanten werden auf jeden Fall, wenn sie in die Front reinbrechen können, können sie es schaffen. Aber die Fernkampfkavallerie von ihm macht mir ein bisschen Sorgen. Natürlich haben wir auch ein bisschen was, aber er hat halt ein bisschen mehr. So, wir werden mal Richtung Top gehen. Das ist ein sicher Streitwagen, oder? Ja, sehr gut. Also der General wird dann am Schluss Richtung weiche Ziele gehen, also Fernkämpfer. Und dann ist alles gut. So, ich werde jetzt alle mal hier einfach aufbauen. Weil ich will, dass er zu mir auf den Berg kommt. Oh, Elefanten tue ich mal ganz zurück, damit die nicht als erstes fokussiert werden. Entschuldigung, musste niesen. Okay, und die da tun wir mal hier hinten hin. Uiuiui. So. Also, ich will mal schauen, wie er aufgebaut ist. Die Plänkler-Kavallerie kommt natürlich ganz vorne hin. Das ist mal klar. Hat der auch normale Kavallerie? Hier die Kataphrakte. Ich will auf jeden Fall meine Kamele gegen seinen General schicken. Weil Kamele sind immer ziemlich gut gegen Pferde, gegen Kavallerie, weil die haben nämlich auch Angst vor Kamelen. Elefanten für den Kampf bereit. Wow, wie langsam sind die denn? Und jetzt sind sie schon aktiv oder was? Komische Typen. So, ich muss jetzt natürlich schauen, wie ich das mache. Also, meine Idee ist, erstmal zu drehen, danke. Ich kann nicht weiter vor. Naja, okay. Ja. Meine Idee ist, also er wird hier frontal eigentlich drauf gehen. Ich schätze mal, dass er seine Fernkampfkavallerie sofort an die Seite bringt. Und dagegen würde ich sehr gerne Folgendes machen. Also die Plänkler-Kavallerie wird natürlich Feuer erwidern. Und die Hälfte meiner Nahkampfkavallerie wird dann so einen Bogen machen. Während seine normale Armee so ist. Und meine Elefanten werden dann straight in seine Mitte gehen
Und dann werde ich so einen kleinen Kessel bauen. Und mit den Segelstreitwegen werde ich dann von der Seite einfach durchrasieren. Also so die Theorie, ne? Die muss jetzt natürlich auch wirken. So, das ist natürlich die Frage, ob das funktioniert alles, aber ich denke doch. So, können wir ein bisschen vorspulen, bis er kommt. Die Frage ist natürlich, er hat halt sehr, sehr viel Plänkler Kavallerie. Ist halt ja interessant. Das wird sehr interessant. Okay, ich will hier versuchen vorzupreschen. Und dann in die Seite. Okay, das hat schon mal nicht funktioniert. Sollten hier weitermachen. Bitte trampeln. Hier auch bitte trampeln. Hier bitte volle Kanne hier durch. Hier bitte weg da. Ist halt immer so die Gefahr bei solchen Dingern. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Den Elefanten geht's gut. Ist schon mal super. Das ist halt auch das Problem bei. Bei der Kavallerie, weil die sehr häufig auch einfach stehen bleibt. Die bleiben einfach stehen. Das ist halt mega das Problem. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja,
Elefanten geht's gut. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Da kommt das Lied zu euren Diensten. Auf mein Befehl! Runter zu euren Befehlen! Die switche ich mal kurz nach oben. Der kümmert sich mal kurz um den da. Genau, und die schön dadurch. Ist gut. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Das ist schon mal gut, das ist wichtig. Okay. Okay. Also das habe ich jetzt auch geschafft. Alter, das ist halt ziemlich blöd, dass die Einheiten sehr oft einfach stehen bleiben. Klar, die bleiben halt sofort stehen, wenn die den Feind nicht mehr sehen. So von Programmierungsdingen check ich's schon. Aber nervt halt wirklich. Weil vor allen Dingen mit so einer mit so einer Umgebung mit viel Wald. Das ist halt einfach blöd. Ich spreche das Wort aus, das ein... Aber... Gold ist ein Geschenk, das... Also, den will ich eigentlich wirklich jetzt vernichten, wenn ich ehrlich bin. Doch, da wird Erwachsenenmission erteilt. Okay, da oben wird's ein bisschen brenzelig. 90%, das ist gut genug, um es automatisch zu machen. So, der hat jetzt hier alles geändert. Cool. Hätte ich auch abreißen können hier. Waschen und Schaden durch alle Armeeeinheiten. Ist eigentlich schon auch gut. Warte mal, ich will mal kurz schauen. Irgendeine von denen hatte Boni auf Geschwindigkeit. Also im In-Game dann. Schüsse pro Minute ist halt auch ganz gut. Man kriegt Bonus für alle hellenistischen Infanterie. Ja, das brauche ich nicht. Bewegungsreichweite, Nahkampfabwehr, neuer Aufschwung, Kreativkosten, Baukosten, Verstärkungsrate, Munition, bla bla. Verspotten. Verdammt, oder war das bei einem Agenten? Das könnte natürlich auch sein. Ja, ich mach mal den Philosophen, weil solche Befehle wie Angst und so weiter, also Angst und Einschüchtern,
sind halt richtig gut, wenn man mit einer Kavallerie, Infanterie, ja das, genau, mit einer Kavallerie-Einheit charged. Das ist dann richtig, richtig fein. Okay, hier können wir den gerade mal abfangen. Der ist gerade in Gewaltmodus. Wobei, nee, können wir nicht. Weil das ist kein Feind von mir. Noch nicht. Hm. Attentat. Angemorchelt. Das ist halt richtig, richtig OP. Also diese Mechanik finde ich echt nicht gut, wenn ich ehrlich bin. Zwei Runden, dann kapitulieren wir. Dann schicke ich mal die Armee hier zurück. Die Armee schicke ich mal nach unten, falls der mich jetzt spontan angreift. Kann natürlich sein. Die da müssen wir dann auch mal vertreiben. Wir minus 200. Was? Holt er sich so viel weg? Okay, das ist ein bisschen heftig. Das ist tatsächlich ein bisschen heftig. Ah ja, Nabatea. Okay, das will ich trotzdem probieren. Wichtig hierbei ist eigentlich nur, ja, der greift von hier an. Interessant. Also ja, interessant. Also das macht für ihn auf jeden Fall Sinn. Mein Problem ist gerade, dass ich muss schauen, wo ich am besten meine Pikeniere hin tue. Das Problem ist, er hat hier auf dieser kurzen Strecke hat er vier Möglichkeiten rauszugehen. Wenn ich mich hier aufhaue, das ist eigentlich ein perfekter Platz, aber sobald er das Tor einnimmt, kann er mit der Kavallerie rein. Und das ist eh nicht so gut, ey. Ja, ich muss eigentlich versuchen. Ich muss einfach versuchen, das Tor so lange wie möglich zu verteidigen. Position halten! Halt! Wir gehen einfach mal hier hin. Wache! Zu euren Diensten! Steinschleuderer! So. Wir gehen einfach hier hin, damit die Feinde so lange aufhalten, wie es geht. Also die beiden Türme müssen jetzt abliefern. Und ich hoffe, dass alle hier bei der bei denen runtergehen. Das wäre perfekt.
Ich habe leider nur Steinschleuderer. Sonst könnte ich hier raufgehen und über die Türme schießen. Das wäre super. Unser General wird angegriffen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Wo schießen die denn hin? Die schießen gerade gar nicht, ne? Welche Deppen. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Also hier klappt es gut, hier klappt es überhaupt nicht. Und hier wird es gleich klappen, glaube ich. Sobald die anfangen zu schießen, ja. Sehr gut. Wir haben die Tore eingenommen. Das ist gut. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Wo? Okay. Lol, die gehen jetzt zur Eroberung. Verloren. Was soll das denn jetzt? Zu euren Diensten! Wir erwarten eure Befehle! Zu euren Diensten! Stehen! Zerstört sie! Danke, Leutnant! Doppelte Geschwindigkeit! Schnelles Marschieren! General! Durchbrecht die Linie! Danke, Leutnant! Doppelte Geschwindigkeit! Okay, noch geht das? Ist natürlich jetzt unpraktisch, dass er mich erwischt hat. Los, mach den doch mal fertig hier. Aber das packe ich. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Der Feind ist dabei, das Fort zu erobern. Die Zeit hier ist so schnell. Ja, weil ich vorgespult habe, ich Idiot. Oh Gott. Das war jetzt ein bisschen peinlich. Egal, dann erober ich es halt zurück. Ach komm. Das war jetzt sehr ärgerlich. Das war mega ärgerlich. Na gut. Das wirft uns wieder ein bisschen zurück, aber nicht so katastrophal. Nicht katastrophal. Genau.
Bei den Gefechten hier, also bei automatischen Gefechten, ist es eigentlich meistens sehr problematisch. Die Einheiten gut zu positionieren, ne? Das war definitiv der falsche Ausdruck. Ich wollte eigentlich sagen, die Elefanten werden eigentlich immer sehr dumm hingestellt von der KI. Aber naja. Das war jetzt alles in Ordnung. Mal schauen, was da unten jetzt ist. Nichts. Das ist schon mal ganz gut. Ja, das ist ein feindlicher General. Das ist nicht so super. Ah, warte mal. Ja, dafür brauche ich Eisen. Das habe ich vergessen. Das ist natürlich dumm. Gefechtsgeschwindigkeit. Hier ist es. Unterhaltskosten für Streitwegen. Rekrutierungskosten. So teuer sind die Streitwegen doch gar nicht. Oder? Beziehungsweise so gut sind die Streitwegen gar nicht, dass die ja, okay, 1300 ist natürlich ziemlich heftig. Aber das überraschte mich ein bisschen. Schnelle Bewegung. Was? Sehr guter Ansturm, durchschnittlicher Nahkampf, gute Moral. Fertig ein diszipliniert, versteckt im Wald, okay. Die Beschreibung will ich mal kurz lesen, weil das interessiert mich gerade. Schwere Sichelstreitwagen. Ich sage immer Wägen, ne? Wurde als Reaktion auf die gerüsteten Infanterie und die Feuerwehr, die gerade kommt, und die Phalanx während der persischen Kriege entwickelt. Obwohl sie von vielen Kulturen eingesetzt wurden, kam die Idee ursprünglich aus Persien und Indien. Okay. In der Schlacht beim Fluss Amnisa 89 vor Christus, zu Beginn der ersten Mithridatischen Kriege, setzte Mithridates der Sechste von Pontos Sichelstreitwagen erfolgreich gegen Bithynien ein. Sie verließen sich auf ihr Tempo und die Sicheln an den Achsen, um Schwachpunkte in der gegnerischen Reihen zu schaffen, die von Kavallerie genutzt werden konnte. Selbst wenn die Pferde im letzten Moment instinktiv abtreten, rissen die langen Klingen an eine Öffnung auf. Das ist halt schon echt madig. Also das ist halt schon echt assi, weil die Sicheln waren an den Speichen dran, also an den Achsen, und das war halt auf Knie oder auf Schienbeinhöhe. Das ist halt mega assi, wenn so ein Wagen an dir vorbeifährt und du hast halt einfach so zwei Stumpfen nur noch. Alter. Gut, genau, hielt die Linie einen solchen Angriff auch stand, breitete sich unter den Überlebenden dennoch Verwirrung und Panik aus. Kann ich verstehen. Im Laufe der Entwicklung wurden Pferde, einfache Taktiken gegen Sichelstreitwagen, im Laufe der Entwicklung wurden Pferde und Wagenlenken
Wagenlenken. Achso, der Skill Wagenlenken. Zusehends mit Rüstung versehen. Nee, dann Wagenlenker. Wahrscheinlich. Zusehends mit Rüstung versehen, um die, um in ähnlichen Stil wie die späteren Kataphrakte-Kavallerie. Punkt. Die einfachsten Taktiken gegen Sichelstreitwagen bestand darin, die Ränge zu öffnen und die Wagen passieren zu lassen, ehe man sich wieder schloss. Ah, die Einführung der Langsarissen reduzierte die Wirksamkeit etwas. Ah, ja, voll interessant. Gut, dann machen wir auf jeden Fall das. Warte, nee, ich will, genau, die Rekrutierungskosten und die Unterhaltskosten ein bisschen weniger. Weil ich will auf jeden Fall Sicherstreite wegen haben. Also hier in Rome Total War 2 sind die nicht so krass, ehrlich gesagt. Also die sind halt richtig, richtig gut, wenn man irgendwie durch, keine Ahnung, die gegnerischen Fernkämpfer durchrauscht. Dann sind die mega gut. Dann, ja, haben sie innerhalb von einer Minute oder so 700 Aufwärtskills, also wenn die einfach nur durchrasen. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr positiv. Aber sonst wurden sie ein bisschen weniger overpowered wie bei Troja. Ja, wenn man bei Troja jetzt Streitwagen hat, dann gewinnt man eigentlich fast immer. Gut, dann wir sind schon wieder ein bisschen am Überziehen. Genau, dann danke fürs Zuschauen. Wenn ihr mich mal live sehen wollt, sorry, diese Eigenwerbung mache ich jetzt, wenn ich dran denke, jedes Mal am Schluss. Genau, könnt ihr mich am Montag oder Freitag beim Streamen sehen, ab 5 Uhr. Montags ist eher so der Strategietag, beziehungsweise da spielen wir meistens Strategiespiele. Zurzeit spielen wir halt auch ein bisschen Odyssey, Assassin's Creed Odyssey, und aber abends dann auf jeden Fall immer Road to the War. Genau, dann macht's gut, bis dahin und vielleicht mal live. Bye bye.